Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Inverbis Virtus. Ich musste nachlesen. Musste ich wirklich. Hey, wo ist mein Cursor? Cursor? Also ich musste nachlesen, was es mit diesen Schaltern auf sich hat, und ich bin mittlerweile so schlau geworden, dass wenn die, wie sie hier in diesem Fall, blöder am Rumblinken sind, dass da noch was fehlt. Soweit bin ich schon mal. Aber was? Mir fehlt auf jeden Fall der Kristall da drin. Den muss ich irgendwie unterbrechen. Das ist ja mit dem Kristall. Das wird dann wahrscheinlich da drüben hinauslaufen. Aber ich denke mal, grün in hier. Strahl da rein. Aus rot und grün wird gelb. Ja, das habe ich nochmal nachgeguckt. Das ist wirklich so. Ich und meine Farbkenntnisse, ich weiß. Notematulupun, da war er. Nur wo soll denn hier bitte noch ein Schalter sein? Boah. Notematulupun. Ist der vielleicht unten irgendwo? Muss ich jetzt... Nee. Wäre, glaube ich, ein bisschen Unsinn, da unten die Schalter von der Tür irgendwie jetzt noch zu benutzen. Notematulupun. Schade. Ich dachte, ich habe jetzt ein klein bisschen Spaß hier. Ernsthaft? Notematulupun. Das war aber knapp. Notematulupun. Notematulupun. Aha! Arsch. Atulagni. Notematulupun. Notematulupun. Ja, ich weiß. Wow. Wow. Panik. Schon besser. Notematulupun. Atulagni. Atulagni. Ja, daneben. Atulagni. Atulagni. Udanotem. Geil, 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 geil. Obekenu. Schnell raus, bevor sich das Ding irgendwie das anders überlegt. So, dürfte wohl an der gleichen Stelle sein. Name Ecto. Opun Obe. Erstmal platzieren. Notematulupun. Notematulupun. Hallo? Obekenu. Opun Obe. Geht doch. Notematulupun. Notematulupun. Ach, guck mal. Ist der Propeller langsam geworden. Das ist doch schön. Notematulupun. Kältestrahl. Hüte dich, der du nach der Weisheit des Nichts strebst, denn diese Worte sind abscheulich. Kälte ist das Sinnbild des Nichts. Nichts und niemand sollte nach seiner Kraft suchen. Von hier an erwarte dich nur Furcht. Das Nichts ergreift deine Feinde und die, die um sich herum sind. Aber dein Geist ist das Portal, vor dem die Kälte flieht. Diejenigen, die diese Gabe nutzen, suchen ein Schicksal des Leids. Der Geist ist nicht eingefangen, aber er wird langsam von dem Fluss des Nichts verzehrt. Ihm hält kein Vergleich stand, und die Gefangenschaft des Körpers scheint im Vergleich dazu eine Siegesfeier zu sein.
Kälte führt zu Unbeweglichkeit. Der Satz Ibon Ekto ermöglicht es mir, sie zu beschwören und sie auf mein Ziel einzustimmen. Ibon Ekto. Yippie! Kälte! Ibon Ekto. Errungenschaft freigeschalten. Winter is coming. Noterma Tulupun. What the fuck? Ibon Ekto. Okay. Noterma Tulupun. Bleibt das jetzt so? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, der Kältestrahl wirkt dann halt immer nur einen kleinen Augenblick, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Noterma Tulupun. Kommt da nicht was rübergeschossen? Ja. Noterma Tulupun. Nein, genau das wollte ich ja nicht. Hallo, los. Das ging erstaunlich geschmeidig. Wir bräuchten mal ein Wasserbecken. Und Speicherpunkt. Speicherpunkt. Ja, überschreiben. Ich habe so viele Speichermöglichkeiten und ich nutze immer nur denselben. Ob das irgendwann früher oder später nochmal mir einen Schlag versetzen wird, ich habe keine Ahnung. Irgendwo hatten wir doch aber mal hier Wasser gehabt, oder? Hm. Hier werde ich mich gleich ranmachen, aber erstmal möchte ich ein bisschen Wasser haben. Ich möchte mich heilen und so. Wo war denn das blöde Wasserbecken? Das war weiter oben, glaube ich, ne? Ups. Ja, das kommt ja hier auch noch. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hier so. Nicht. Ich bin trotzdem noch dafür, dass derjenige, der diese Leiter hier erfunden hat, beziehungsweise diese Treppe, keinen Architekturpreis bekommt. Sie sieht zwar toll aus, aber... Oh. Okay. Hier war nichts. Das ist blöd. Noterma Tulupun. Warum laufe ich eigentlich? Noterma Tulupun. Guten Tag, mein Name ist Gorondor. Ich hätte gerne etwas Wasser. Hihi. Yegami-de. Das wollte ich doch nur. Jetzt geht's mir besser. Jetzt gehen wir da vorne zum Propeller hin, der auf der anderen Seite war. Da ist nämlich auch ein Speicherpunkt. Da speichern wir dann nochmal mit vollem Leben. Hui. Weil ich sehe mich schon zerhackstückt da drin, weil ich zu lange brauche, um da durchzukommen. Ibon Ekto. Mir gefallen solche Durchgänge immer nicht.
Das endet meistens in etwas Ekelhaften. Schon gar, wenn ein Speicherpunkt davor ist. Naja, nutzen wir es mal, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier begrenzt sind in unseren Speichermöglichkeiten. Tial Uda. Das kommt mir vertraut vor. Aber wir haben hier 5 Umlaufbahnen, wir haben hier aber nur 3 Planeten. Was ja in etwa dem entsprechen würde, was wir oben auch hatten. Ich trage mir das mal eben ein. Der erste Planet, der ist ja so unterhalb, circa. Gehen wir mal von den Kreisen hier mal aus. 1, 2. Das wäre ja dann der äußerste. Eins, zwei, drei wäre der dritte, also der mittlere. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringen wird, aber ich schreibe es mir hier lieber mal auf. In der Hoffnung, hier dann nicht wieder das große Gerenne anfangen zu müssen. Lumetial. Okay. Gut, gehen wir mal in die Haupthalle zurück. Mal sehen, ob unser gefährliches Halbwissen, was wir hier erlangt haben, uns was bringt. Hallo? Ebon Ecto. War hier eben auch schon Lava? Oder habe ich die einfach nur bewusst ignoriert? Okay, also unsere Planeten, weil hier haben wir ja nämlich das eine Bild, da sind nämlich 4 Planeten drauf und da sind auch 4. Da konnten wir hier aber nichts mit anfangen. Also es ist definitiv ein Anordnungsrätsel, soweit können wir ja schon mal davon ausgehen. Obe Kenu. Ups. Wartet mal. Moment. So. Pass mal auf. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ja, ich weiß. Gefährlich. Obe Kenu. Von Ihnen aus gesehen. 1, 2, 3. Und er war Obe Kenu. Er war ja von ihm aus gesehen 2 nach 1. Ich bin mir aber ehrlich gesagt, jetzt geht nämlich das Problem los. Beziehungsweise das Problem, was ich habe. Von welcher Seite aus soll ich das denn sehen? Weil hier wird ja das Dreieck als Positionsgeber quasi gesehen. Was ja auch in Ordnung ist, wenn sich das Scheißteil mal nicht drehen würde. Obe Kenu. Kann ich das anhalten? Nein, natürlich nicht. Ich könnte natürlich jetzt eine Ausrichtung wagen. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wo denn die Startposition wäre. Also wo ich den ersten Planeten hinsetzen müsste, damit das so funktioniert, weil...
Obey Kenu. Obey Kenu. Gehe ich jetzt überhaupt richtig rum? Eins, zwei, drei. Obey Kenu. Eins, zwei. Das wäre hier schon richtig gewesen. Und wenn ich das von oben sehen muss, Obey Kenu. Eins, zwei, drei. Obey Kenu. Eins, zwei. Auch nicht. Wie ist denn die Startposition? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Obey Kenu auf dich zu bewegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so mit dieser Anordnung hier, dass das schon seinen Sinn hat. Aber ich kann keine Startposition festmachen und das nervt mich gerade ein bisschen. Obey Kenu. Eins, zwei, drei. Moment. Bevor ich mich verhaspel. Obey Kenu. Obey Kenu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das passt ja auch, aber sind die alle gleich? Oder ist die Startposition egal und ich mache jetzt wirklich nur einen Fehler? Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Weil ich würde das ganz gerne hier abschließen. Ja, auch sonst nichts irgendwie hier. Ein Hinweis. Tool lag nie. Ja, voll durch. Ectolume. Ectolume. Notema Tulupun. Von oben vielleicht eine bessere. Nein! Glück gehabt. Ich verfluche doch nicht mehr den Architekten dieser Treppe. Tial Uda. Ist ja schon. Habe ich aber auch nichts irgendwie, was mir sagen würde, von welcher Position aus gesehen. Doch. Nein. Obey Kenu. Obey Kenu. Ja, ist natürlich jetzt ganz sexy, von hier oben kann ich das nicht machen, aber es läuft ja aufs selbe hinaus. Udanotem. Das hat gut geknallt. Notem Atulupun. Schade. Notema Tulupun. Also von der sternförmigen Ausrichtung her, wenn man das da so betrachtet, könnten die Gesichter hier
demnach. Wenn wir danach gehen. Obe Kinu. Mal gucken. Wäre das die erste Position? Obe Kinu. So, die Mitte war 1, 2, 3. Obe Kinu. Das wäre die Anordnung, wenn ich danach streng gehen würde. Und wenn ich es andersrum mache, in die Richtung. Obe Kinu. Hey, Obe Kinu. Obe Kinu. Obe Kinu. 1, 2, 3. Obe Kinu. Eins. Hey, Obe Kinu. Ja, irgendwie aber auch nicht, ich weiß es nicht. Wir lassen die so jetzt einfach da erstmal hängen. Ich werde die Folge hier beenden und werde nochmal in den Propellerraum zurückkehren und gucken mal, ob ich da irgendwas übersehen habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.